So, komm mal mit, Florian. Ja, super. So, wie sieht's aus auf dem Markt? Wie ist mit dem Fisch? Ich habe dir heute aber hier fürs Haus noch was anderes Schönes mitgebracht. Okay. Nachhaltigen Seelachs. Ich würde sagen, das gucken wir uns doch mal in der Küche an. Zieh dich einmal um. Jo, dann machen wir. Und dann gehen wir in der Küche und schauen mal, was du Schönes mitgebracht hast. So, jetzt haben wir hier den Fisch von dir. Ein Seelachs. Oh, der festes Fleisch. Oh, der riecht richtig gut. Ja, das ist ja der beste Fisch, den wir in Deutschland momentan anbieten können. Siehst ja, Bauchlappen getrimmt von der Qualität. Der sieht auch richtig gut aus. Da habe ich jetzt Bock auch richtig drauf, den mal zu probieren. Sandra, kannst du uns da mal zwei Portionen zubereiten? Ja. So, der Fisch ist ja im Prinzip gar nicht eingelaufen. Das zeigt ja schon die richtig gute Qualität daran. Mhm. Du hast gesagt, der ist MSC-zertifiziert. Was heißt das denn? Ja, du, wie gesagt, der Fisch wird nach einem Prinzip oben gefangen, nach einer Fangquote mit ganz bestimmten Netzen, wo der kleine Fisch, der einfach noch nicht fangbereit ist, der kann das Netz wieder durchschlüpfen und es wird nur die Ware, wie gesagt, im Wasser entnommen, die im Endeffekt verarbeitet werden kann. Dann könnte man sagen, das ist nachhaltige Fischerei? Das ist so bei uns, genau. Das ist super, das ist genau das, was wir wollen. Dann würden wir den auch auf jeden Fall bei der Deutschen See kaufen. Wo kommt der jetzt genau her bei euch? Du, wir haben eigene Fangschiffe. Ein schönes Fangschiff, wie gesagt, ist oben im Nordostatlantik unterwegs. Und ich glaube, wir gucken uns das einfach mal an. Ich zeig dir das mal. Moin zusammen, ich bin hier in Bremerhaven bei der MS Markt. Ich zeige euch jetzt mal, wo unser schöner Fisch herkommt. Ich treffe mich jetzt mit dem Captain und nehme euch mal mit. Auf geht's! Ja, hallo. Ja, hallo. Willkommen auf der Mark. Ich bin Kapitän Leo. Und hallo, Leo. Kannst du mir mal was zeigen hier, was ihr hier alles macht und wie das bei euch läuft? Ja, einfach mitkommen und okay. Fragen stellen. Jawohl. Oh Mensch, das sind ja richtig große Netze her. Wie viel holt ihr denn damit raus? Ja, mit diesen Netzen können wir 15, 20, 25 Tonnen hieven. Das funktioniert noch ohne Probleme. Wir versuchen das aber zu vermeiden, weil es schlecht für die Qualität ist, wenn man zu viel Fisch auf einmal fängt. Wenn wir vom HDI MSC-Fisch kaufen, dann unterstützen wir damit den Umweltschutz? Natürlich, weil eine Vorgabe des MSC ist, sich eben weiterzuentwickeln im Hinblick, dass wir die maritime Umgebung so wenig wie möglich beeinträchtigen. Ja? Jetzt sehen wir unsere Filetmaschinen. Wir haben 1, 2, 3 Filetmaschinen, die so eingestellt sind, dass wir verschieden große Fische durchfahren können, ja, damit die Ausbeute eben maximiert wird oder maximal ist. Ne? Nach dem Filetieren wird der Fisch gleich enthäutet, läuft dann hier nochmal um die Ecke. Die MS Mark Kartons, die kenne ich. Ganz genau. So kriegen wir den Fisch von euch angeliefert. Ja, immer eine Hand fürs Schiff, eine für den Mann. Jawohl. Gut, ganz so schnell bin ich nicht. Wie kalt haben wir es denn hier? Also wir haben jetzt mindestens minus 18 Grad, weil die Kühlkette muss ja aufrechterhalten bleiben. Ja. Auf See haben wir minus 24 bis minus 30 Grad. Ja, das ist kalt. Wie viel passt denn hier rein? Insgesamt, je nach Produkt, passen hier etwa 1000 Tonnen rein. 1000 Tonnen? Wahnsinn. Ja, insgesamt kommen hier vielleicht 58.000 bis 60.000 Pakete rein. Ui. Vom Kabeljau und vom Seelachs haben wir jetzt schon mit der Deutschen See eine Tonne Kabeljau und eine Tonne Seelachs von diesem Fang schon reserviert, okay, der für uns ist, dass wir ihn in Köln, Hilden und Hannover dann für unsere Gäste zubereiten können. Und das ist so super, das mal zu sehen, direkt wo er herkommt. Hier steht die Palette und in 1, 2 Wochen rufe ich mir die Ware ab und kann sie bei mir kochen. Hier auf der Brücke sind wir jetzt. Das ist ja jede Menge Technik hier. Ja, natürlich. Was muss, das muss. Klar. Wo geht es denn jetzt als nächstes hin? Wo fahrt er hin? Ja, nächste Reise ist geplant an die grönländische Ostküste. Dort auf Rotbarsch,
schwarzen Heilbutt und etwas Kabeljau. Wow, ja. Auch alles sehr lecker. Ja, müssen wir auch gucken, ob wir da nicht was abnehmen können. Natürlich. So, wie lange seid ihr dann unterwegs? Ja, man muss rechnen, 2,5 bis 3 Monate. Ja. Genau. Und dann ist der Laderaum mit 1000 Tonnen voll. Wenn alles gut läuft, genau, 1000 Tonnen. So Jürgen, wie war's? Super. Ein super Team da oben, der Kapitän. Supermann und dieses Schiff, Technik ohne Ende. Und was die für uns da holen an Fisch, einfach geile Qualität.